Aber der, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf der Geisesberg. Wenn euch das Video gefällt, lasst es ein Like und ein Abo da und schreibt mir eure Meinung, Kritiken und Ideen in die Kommentare hinein. So, wir haben jetzt letztes Mal angefangen, unseren Anhänger zu beladen. Jetzt bin ich schon mittlerweile zumindest schon mal über der Zugmaschine. Gut, ob das jetzt die beste Idee war, so ist mal dahingestellt. Da wird es jetzt auf der Zugmaschine wird es jetzt langsam ein bisschen interessant. Weil die Zugmaschine mittlerweile eine gewisse Höhe erreicht hat, da wo ich nicht mehr wirklich mit dem Kran vernünftig drauf laden kann. Deswegen werden wir jetzt von der vom LKW weggehen und werden versuchen auf den also LKW, ja, ist auf jeden Fall voll. Also Anhänger hätten wir noch ein paar Puffermöglichkeiten. Da könnte man noch ein paar Zangen draufladen. Also laden wir jetzt noch ein paar schöne Stämme drauf und dann war's das. Weil dann ist wirklich voll und den Rest, den werden wir wahrscheinlich häckseln lassen müssen. Also da kommt dann ein Häcksler her. Ich habe schon gefragt, ob ich den dann selber bedienen darf, weil finde ich cool. Haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Darf ich auch selber bedienen? Ich darf das Ding auch komplett selber fahren. Hab dafür natürlich ein paar 1000 Euro Ersparnis mit dabei bei der ganzen Sache, weil ich halt einfach dann das, weil ich halt einfach kein Personal habe, das wo dann noch fahren muss dann dazu, was auch sehr untypisch ist für Lohnunternehmen, dass die dann den Kunden fahren lassen, aber da das ja der Lohnunternehmer meines Vertrauens ist, also der Spezi, von dem wir meinen Schiebebulldog und so haben, okay, da haben wir jetzt Spanngurte drüber. Kann man das schon mal machen. Also der lässt uns das schon machen. Der vertraut uns da auch. Und ich habe ja schon für den eine Zeit lang gearbeitet. Bin auch schon eine Zeit lang für ihn Holzhäcksler gefahren. War eine sehr, sehr schöne Zeit. Von daher denke ich mal, wird es jetzt nicht so gravierend schlimm sein, wenn ich das selber fahren möchte. Natürlich muss ich auch selber abfahren, das ist ganz klar. Aber ich sage jetzt mal so, mit 16 und 17, mit 16 Tonnen und 17, also mit 16 Kubik und 17 Kubik, glaube ich, können wir da schon relativ was erreichen in dem ganzen Thema. Jetzt muss ich bloß gucken, was hier noch Dickstämme liegt. Scheiße, das ist. Das wird jetzt ärgerlich, weil ich jetzt wirklich viele dicke Stämme liegen lassen muss, weil ich keinen Platz mehr habe am Anhänger. Und die wollen ja nur einen Anhängerzug. Warum dann der Förster so viel markiert hat, obwohl er es genau wusste, weiß ich nicht. Vielleicht hat er da gleich mit ans Häckseln gedacht. Dass wir davon einen Teil dann gleich mit zusammenhäckseln werden. Ach Gott, jetzt hat. Geht's her da. Denke ich mal, hat der gleich mitgedacht und ja, das passt schon. Also wir können hinten können wir ein bisschen überladen, aber dürfen wir jetzt auch nicht zu stark, weil nicht, dass er jetzt dann genau jetzt dann, wenn wir auf die Straße fahren, dass da jetzt dann der Dorfchef, der hier gesponnen kommt. Und wir dann im Endeffekt so gesehen die Arschlochkarten kriegen und dann erstmal zahlen dürfen, weil wir über Lohn haben. Aber ich lade jetzt mal nur eine Zange drauf und dann ist gut. Was habe ich jetzt in der Zange drin? Oh weh. So, dann werden wir jetzt mal schnell sortieren gleich mal. Der ging er zum. Wenn wir schon da haben, können wir gleich dann wieder wegen sortieren. Der ging er zum Häcksler. Uppala. Ach Gott, ich spring da wegen der Stur, okay. Der jetzt war da, da ging er auch zum Häcksler, also der Umara. Und der jetzt war sein meines Ersichtens nach die dickeren Stämme und werden so gesehen verladen.
Muss bloß langsam aufmachen, weil nicht, dass da jetzt dann gleich einer auf Wiedersehen sagt. Aber die haben sich schön draufgelegt, gefällt mir. Passt. So. Spanngurte drum und ab die Post. So. Ich habe eine Instagram-Nachricht erhalten mit einer Frage. Diese Frage möchte ich ganz gern hier jetzt beantworten mit euch, für euch. Jetzt muss ich bloß gucken, wo ich das Ding hinlagern muss, den Kahn. Weil ich glaube, was soll ich jetzt bloß den Kahn zwischenlagern? Moment jetzt. Lass mich da mal hoch jetzt. Hallo. Auf die Stämme hier mal drauf. Hat der irgendwie sowas wie einen Bullenfang oder sowas? Na, toll. Nee. Hä? Wo soll ich denn den jetzt einhängen? Das ist ja jetzt doof. Gucken wir mal, wie wir das am blödsten jetzt machen werden. So. So. Oder muss der lieber hier rüber? Ich glaube, der muss eher noch weiter runter. Warte jetzt mal, ich glaube, der. Nee, der muss auf die andere Seite. Entschuldigung, mein Fehler. Der muss hier drüben, meine ich, runter. Oder? Ja. Okay, passt. Gut, erledigt. Das heißt, einen Moment, ich finde das Bild ganz geil, das will ich fürs Fotoalbum. Finde ich geil. Finde ich, sieht richtig geil aus. So. Jetzt müssen wir zuklappen. Und jetzt können wir verkaufen fahren. Die haben gesagt, wir müssen den dann einfach hinstellen. Die kümmern sich darum. Auch keine Ahnung. So. Bloß wo kehren wir jetzt um? Wir fahren jetzt mal hier entlang. Weil ich glaube nämlich, wir kommen dann hier in die Wiese rein. Nö, kommen wir nicht. Schade, da ist auf jeden Fall die Wiese von uns. Wo ich mich im Frühjahr freue, Gäste drauf zu fahren.
Lol. Naja, egal. So. Wie gesagt, den müssen wir jetzt dann nur aufräumen und dann können wir. Und dann sind wir mit dem Wald fertig und das Jahr ist in dem Sinne dann eigentlich auch beendet, denke ich mal. Dann ist das Jahr rum und dann ist erst wieder im Frühjahr wirklich was los. Da kommen dann die neuen Maschinen, da kommt dann Güllefass, da kommt ein neuer Schlepper und. Also da denke ich mal, werden wir uns sehr, sehr daran bereichern können. Ich fahre gleich hier runter, weil ich fahre dann unten links und von da aus dann ins Sägewerk. Das passt dann. So. Jetzt habe ich natürlich die Frage vergessen zu machen. Die Frage machen wir dann beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal sehen wir uns im Frühjahr wieder. Boah, also. Den mit Ladung bremsen lassen. Ist zwar nicht geil, ey. Also. Der ist. Sehr speziell. Das Gute ist halt, weil er halt, du kannst halt dort, der hat so eine schöne Automatik, da wo du halt einfach dann nur selber runterschalten kannst. Da lässt er uns jetzt nicht hoch, natürlich. Das ist natürlich super, also müssen wir vorne reinfahren. Ja, was bleibt da der auch da in dem hohen Gang drin? Alter, nicht der Ernst gehabt, oder? Okay. Es ist geil, wenn du in der Kabine für solche Arbeiten kannst du nämlich noch in der Kabine drin das Ding selber benutzen. Das hatten wir nämlich damals auch. Bei meinem Kumpel im Unternehmen, weil da bin ich ja auch vor das LKW gefahren, jetzt nicht so ein, aber wir hatten auch hier immer diesen Hebel dafür, dass wir, wenn notwendig, von innen drin den Kran nochmal drehen können. So, das Schöne ist, wir stellen uns jetzt hier auf diesen Trigger. Das war zu weit. Wir stellen uns jetzt hierher. Und dann kann man hierher gehen und dann wird es end. Laden. Okay. Und man hört, die freuen sich da drin auf jeden Fall, dass wir jetzt was gebracht haben. Nochmal. Sollte man vielleicht die Spanngurte lose machen, hä? Runter da. So. Gab auf jeden Fall relativ gut Geld. Wir werden diesen LKW jetzt wieder abgeben natürlich. Also wir werden ihn wieder rübersteigen. Jetzt nicht so, wie man haben, weil wenn ich das Ding jetzt noch aufladen muss, hat dann glaube ich kriege ich erstmal gleich einen Schreikrampf. Aber wir stellen wieder in die Halle rein. Aufräumen tun die das ganze Zeug dann. Und wir werden zum Hof fahren. Und wie gesagt, die Frage zu dem Thema, warum habe ich mit der Rade aufgehört, werden wir beim nächsten Mal beantworten, dann im Frühjahr mit der Frühjahrsbestellung, wenn wir Gülle fahren oder einfach die Felder bestellen, also Düngung und sowas, ne? Aber bis dahin, meine Freunde,
wünsche ich was. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir das immer wieder gerne in die Kommentare. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut's eine, wir hören uns. Bis denne. Ciao, ciao.